Hallo, liebe Sedelsberger Kinder. Wie ihr wisst, kann ich euch dieses Jahr aufgrund der Corona-Erkrankung leider nicht besuchen. Aus zwei Gründen. Ich möchte nicht, dass ich euch, eure Eltern und vor allen Dingen eure Großeltern mit einer Krankheit anstecke. Und der zweite Grund ist, mein Kutscher, der Knecht Ruprecht und ich, wir sind ja auch schon etwas älter. Und da können wir uns das nicht erlauben, dass wir uns irgendwo diese Krankheit einfangen. Aber trotzdem möchte ich euch an diesem Tag eine schöne Geschichte vorlesen, die ihr euch anhören könnt. Und dann könnt ihr ja noch schön zusammensitzen. Was wiegt eine Schneeflocke? Es war Winter. Überall schneite es. Im Wald saß eine Wildtaube auf einem Baumzweig. Still betrachtete sie das Schneetreiben. Jetzt könnte ich ein bisschen Gesellschaft gebrauchen. Ein kleines Schwätzchen wäre nicht schlecht, dachte sie und sah sich um. Schon kam Besuch auf sie zugeflogen. Eine muntere Tannenmeise. Guten Tag, sagte die Tannenmeise. Ich grüße dich, erwiderte die Wildtaube. Schön, dass du kommst. Was gibt es Neues im Wald? Im ganzen Wald schneit es, sagte die Tannenmeise. Es kommt einem die seltsamsten Gedanken und Fragen bei diesem Wetter. Was meinst du, Wildtaube? Was wiegt eine Schneeflocke? Die Wildtaube guckte in die Luft, verfolgte eine Schneeflocke nach der anderen, wie sie langsam und leise zu Boden fiel. Eine Schneeflocke ist so leicht, dass sie gar nichts wiegt, antwortete sie. Nicht mehr als ein Nichts. Das habe ich auch gedacht, sagte die Tannenmeise. Aber das stimmt nicht. Hör dir eine wunderbare Geschichte an, die ich neulich erlebt habe. Ich saß auf dem Ast einer Fichte dicht am Stamm, als es zu schneien begann. Es schneite nicht heftig im Sturmgebraus, sondern so wie jetzt, lautlos und ohne Schwere. Weil ich nichts Besseres zu tun wusste, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die Nadeln des Astes fielen und daran hängen blieben. Du musst wissen, ich bin sehr flink, nicht nur im Fliegen und Zwitschern, sondern auch im Zählen. Genau 3.741.952 Schneeflocken waren es. Als die nächste Flocke niederfiel, nichts mehr als ein Nichts, brach der Ast ab, denn die Schneelast war ihm zu schwer geworden. Damit flog die Tannenmeise wieder davon. Nun hatte die Wildtaube etwas zum Nachdenken. Das ist eine tolle Geschichte, die mir die Tannenmeise erzählt hat, dachte sie. Und da sie ein kluger Vogel war, ein Tier, das dem Menschen zum Friedensvogel erklärt hatten, begriff sie auch gleich, was diese Geschichte bedeutete. Vielleicht fehlt nur die Stimme eines einzelnen Menschen zum Frieden der Welt, sagte die Wildtaube. Jeder einzelne Mensch und seine Stimme sind wichtig, dass am Ende Frieden wird. Und die Wildtaube freute sich über die Botschaft, die ihr die Tannenmeise gebracht hatte. Nun guckte sie noch einmal so gerne in das leise Fallen der Schneeflocken. Das war meine Geschichte zum Nikolaustag für euch. Ich werde jetzt mit der Kutsche zu meinem Freund, den Knecht Ruprecht, fahren und noch einen schönen warmen Tee mit ihm trinken. Und ich denke, das könnt ihr am Nikolaustag auch machen mit eurer Familie. Und dann setzt ihr euch hin, trinkt einen Tee oder einen Kaffee und dann unterhaltet ihr euch mal über Geschichten mit dem Nikolaus. Was ihr erlebt habt bisher, was eure Eltern oder auch die Großeltern mit dem Nikolaus alles schon erlebt haben. So Kutscher, dann können wir loslegen.